Willkommen zurück, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem weiteren Total Warhammer 2 Community Matchup. Jetzt ist Weihnachtszeit, ich hoffe, ihr holt euch gut, und zwar sind es diesmal Maximus Decimus und Croissant Taubert, die hier gegeneinander antreten. Schönerweise auch auf der einen Seite Maximus mit den Waldelfen hier und einigen der neuen Einheiten, übrigens ein paar der neuen Einheiten, die mit dem DLC dazugekommen sind. Ich hoffe, ihr genießt eure freien Tage, erholt euch gut, freut euch auf nächstes Jahr, wenn wir alle hoffentlich von Corona befreit sein werden. Genau wie diese sehr glücklichen Dryaden-Kreaturen. Ach, die haben keine Blutbahne, können sich nicht zoonosemäßig infizieren, so einfach. Es geht von Tieren zu Pflanzen nicht so leicht wie von Lebetieren zu Lebemenschen, was ja irgendwie schon auch die gleichen Tiere sind wie wir. Wir haben nur mehr Computer gebaut. Okay, wir haben in den Waldelfen einen Haufen Dryaden gegen die Dunkelelfen dabei. Dryaden sind relativ gute Nahkämpfer, die machen schon eine Menge Schaden, haben ordentliche physische Resistenz, 20%. Rüstung ist ganz okay mit 60, Nahkampfabwehr ist allerdings nicht sehr hoch, Nahkampfangriff auch nur so mäßig, aber sie zählen als mit zwei Einhandwaffen ausgestattet, das heißt, sie schlagen ziemlich gut zu, deswegen legendäre Zuschläger hier, wie man in der Beschreibung sieht. Wir haben außerdem den großen alten Orion, der super heftig geworden ist seit dem neuesten Patch. Nämlich hat er jetzt 20% physische Resistenz, aber bei 20% Trefferpunkte bekommt er nochmal 44% Schadensresistenz dazu und kommt damit auf gnadenlose 64% physische Resistenz und regeneriert simultan. Das ist ziemlich krass und unbrechbar ist auch noch. Den kriegt man dann kaum noch tot mit 40 Nahkampfabwehr. Krasser Typ. Wir haben außerdem ein Rinja, oh, da kommt schon Streitwagen von den Dunkelelfen, die sich bereits an den Dryaden göttlich tun. Oh, das sind die Geißelkufen-Streitwagen, voll OP, sagen manche. Ich sage, sind auf jeden Fall extrem gute Streitwagen, die sich immer, bei denen sich immer lohnt, mitgenommen zu werden. Egal. Neben diesen Dryaden und Orion gibt es den Schatten-Irinje für Nahkampfbuffen mit einem Pendel und Heilung. Im Hintergrund sehen wir ein paar Regimente günstige Waldgarde, hohe Reichweite, recht gute Genauigkeit, sehen auch sehr schick aus. Plus, wir haben einen Waldreiter mit Speer, das neue günstige Waldelfenregiment. Hier gibt es nochmal ein günstiges Waldelfen-Kavallerie-Regiment. Und hier steckt viel Geld drin. Hier sind Klingensänger. Die Klingensänger sind das neue elitäre Nahkampf-Anti-Infanterie-Regiment, sogar gegen rüstungsdurchdringenden Schaden. Die guckt schon ziemlich böse hier. Mit physischer Resistenz plus der Fähigkeit, ihren Waffengrundschaden zu erhöhen um 25, schnetzeln sich durch leicht gepanzerte Infanterie sehr, sehr schnell. Und das war's ehrlich gesagt schon. Auf der Seite der Dunkelelfen sehen wir ein Anti-Rush, Anti-Infanterie-Bild mit Geißelkufen, Streitwagen plus Höllenfeuer-Runenleser, die, so wie es aussieht, jetzt gleich mal da kommt das Pendel und es trifft die Höllenfeuer-Runenleser ziemlich ordentlich. Die haben nicht viel Lebensenergie, dafür physische Resistenz, was ihnen gegen magische Zaubersprüche, welche anderen gibt es eigentlich denn noch außer magische Zaubersprüche, egal, nicht viel bringt. Ziemlich massiver Schaden hier genommen, auch der Geißelkufen-Streitwagen ist bereits sehr beschädigt durch Orion und die ganze Waldgarde im Hintergrund. Es kommen noch schwarze Reiter dazu. Oh meine Güte, auch diese Geißelkufen-Streitwagen hier direkt abgefangen von den billigen Waldreitern und sie sind fast auf der Flucht, und das könnte vielleicht zum Verlust dieser Geißelkufen-Streitwagen führen, wenn die Waldelfen in der Lage sind, das weiter zu verfolgen. Was allerdings vermutlich schwierig ist. Richtig viel wird hier investiert in die Vernichtung dieser Dryaden, aber ob sich das lohnt, sei mal dahingestellt. Also wenn man sieht, wie viel Schaden hier schon genommen worden, schwarze Reiter, Geißelkufen-Streitwagen, Höllenfeuer-Runen, diese alle die halbe Lebensenergie verloren für ein billiges Regiment von Dryaden. Na, kein guter Trade für die Dunkelelfen auf der Seite. So, was haben die Dunkelelfen? Die haben sehr viel Mobilität mitgebracht, sehr viel Kavallerie, sehr viel Geißelkufen, Streitwagen und schwarze Reiter mit Repetierarmbrust, sehr viel Plänkel-Mobilität. Ansonsten haben wir noch ein paar billige Schreckenspeere, Düsterschwerter und ein Regiment Korsaren der Schwarzen Arche. Und das war es mehr oder weniger. Ein einziges Regiment Echsenritter, Anti-Groß, Rüstungsdurchdringend ist dabei. Und als General Malekith, der auch zaubern kann. Er hat nur den Seelenräuber und der Blick der Niedertracht dabei. Boah, alles in Plänkel-Kapazität hier gesteckt, die Dunkelelfen.
Und ich bin gespannt, ob sich das auszahlen wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Die Waldelfen haben an sich die richtig gute Möglichkeit, diesen Plänkelkram zu kontern. Und sie haben es bisher auch hier richtig gut gemacht. Also dieser Trade-off Dunkelelfen gegen Waldelfen ist ganz klar zugunsten der Waldelfen ausgegangen. Ich bin gespannt, ob sich die Dunkelelfen hiervon noch erholen können. Immerhin, die Waldreiter mit Speeren konnten die Streitwagen nicht vom Schlachtfeld begleiten, weil sie abgefangen worden sind im Hintergrund von den Echsenrittern, die ihrerseits jetzt beschossen werden. Und durch diesen sehr starken und aggressiven Angriff der Dunkelelfen haben sie jetzt ihre Möglichkeiten, ihre Mobilität verloren, die Fernkämpfe der Waldelfen noch weiter unter Druck zu setzen. Und so schießt die Waldelfenlinie von 5 Fernkampfregimentern gerade fröhlich frisch in die Linie der Dunkelelfen. Und das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Aber auf der anderen Seite sind die Riaden langsam aber sicher, trotz der herben Verluste, die die Dunkelelfen erleiden mussten, aufgeräumt worden. Jetzt kommen die Hornfeuer-Runenleser zurück und sie brechen durch. Direkt zu den Fernkämpfern durch. Und wenn es keine Nahkämpfer mehr gibt, um die Fernkämpfer zu schützen, dann kann trotz dieser anfänglichen Verluste der Dunkelelfen hier noch ein Sieg der Dunkelelfen rauskommen. Und sieht's aus, so sieht's auch wirklich aus. Die Dunkelelfen haben alles drauf geworfen, um die Frontlinie der Dryaden, nur sei sie noch so billig, zu vernichten, um hier reinzukommen, um die Fernkämpfer auszuschalten. Und die Frage ist jetzt, wo bleibt die Infanterie? Jetzt! Die Infanterie, die letzte Möglichkeit der Waldelfen hier zu kontern, sind diese etwas steif aus dem Wald herausstürmenden Klingensänger. Und wo gehen sie hin? Sie haben rüstungsdurchdringende Schaden, sie sind ziemlich gefährlich. Aber die Waldelfen haben, obwohl es am Anfang gut aussah, mittlerweile ziemlich alles verloren, was sie hatten. Und werden jetzt einfach nur aufgeräumt. Die Dryaden sind weg und die ganzen Streitwagen, die ganze Infanterie kann frei der Waldelfenlinie sich herum bewegen. Sie werden eben ein bisschen beschossen. Der Geißelkufen-Streitwagen vollkommen vernichtet hier im Hintergrund. Das ist ein Problem. Orion sticht nur ein bisschen auf ein paar Dunkelelfen ein. Aber zwei Regimenter Klingensängerinnen sind nichts, was man so leicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ich glaube, die kosten 1000 Gold oder 1200 Gold pro Regiment. Sehr, sehr teuer. Aber so Einheiten wie Korsaren der Schwarzen Arche fallen wie die Fliegen im angesichts dieser Klingen, der Klingensängerinnen. Und es sind immer noch eine ganze Menge Bogenschützen der Waldelfen übrig. Und jetzt kommt allerdings die ziemlich gefährliche Slanisch-Sammler-Kavallerie. Es könnte ein absolutes Desaster werden. Oh nein, es passiert kein Einseelenräuber auf die Klingensänger. Das tut weh, macht sehr viel Schaden. Die Höllenvoll-Runenleser kümmern sich nicht um die Klingensänger und wollen lieber erstmal die Bogenschützen aufräumen, was auch eine sinnvolle Entscheidung ist, denn die Bogenschützen sind eher in der Lage, hier den Schaden zu machen. Das sieht momentan nicht sehr gut aus, um ehrlich zu sein, für die Waldelfen, deren Fernkampf gerade überall aufgeräumt wird. Orion im Hintergrund schlägt sich wacker gegen Schreckenspeere, hat mittlerweile 82 knackige Kills gemacht, regeneriert sich fröhlich vor sich hin und wird nicht so leicht down zu bekommen sein von all dem, was die Dunkelelfen mitgebracht haben. Was machen die Klingensängerinnen im Zentrum? Klingensängerinnen versuchen alles niederzumetzeln, was sie sehen, sogar Malekith hier. Malekith kann sich, wenn er möchte, ziemlich schnell verziehen. Klingensänger sind auf jeden Fall gefährlich. Wie viel Nahkampfangriff haben sie denn? 44 und magische Angriffe, das heißt, Malekiths physische Resistenz bringt ihm auch hier nichts und er nimmt ziemlich schnell ziemlich viel Schaden. Schwarze Reiter von der Flanke versuchen, ihren General zu retten, aber Malekith pfeift langsam ab sich aus dem letzten Loch und er kann sich nicht retten, aber es ist noch weiterhin spannend. Vor allem die Plänkler auf der Seite der Dunkelelfen weiterhin am Leben mit ausreichend Regimentern, um alles zusammenzuschießen, was noch gefährlich werden kann. Ein paar Dryaden auf der Seite der Waldelfen kommen zurück und schleichen sich von hinten an die schwarzen Reiter mit Repetierbrust an. Mal sehen, ob die Dunkelelfen es rechtzeitig bemerken werden, und sie bemerken es rechtzeitig und verziehen sich. Aber Dryaden sind ziemlich flott unterwegs und können auch hier direkt durch die Bäume. Und da, ja, sie machen einen Gegenangriff und hoffen, die letzten paar Dryaden so auszuschalten. Ich meine, sie können es machen, sie sind Kavallerie, sie können ihren Ansturmbonus nutzen und die Dryadenführerschaft bricht zusammen. Und vermutlich war das die richtige Entscheidung, hier die Dryaden so zu vernichten. Ja, und wie sieht es jetzt aus, das Schlachtfeld? Das Schlachtfeld ist ziemlich entleert. Es gibt nur noch ein paar wenige Fernkämpfer hier, Waldgarde, die sich passend im Wald versteckt. Einige Klingensängerinnen, die auch mit in den Wald kommen.
um dort sich etwas freudig zu betätigen in dem Gebiet, in dem sie sich am besten auskennen. Orion sieht ziemlich tot aus von seiner Lebensenergie her, aber lasst euch nicht täuschen. Wenn er wenig Lebensenergie hat, dann ist er am härtesten und seinen physischen Resistenzbonus hat er noch gar nicht mal aktiviert. Und wirft er? Er wirft? Er will werfen, aber so richtig wirft er noch nicht. Ja. Oh, meine Güte, die Animation habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Habe ich schon mal erwähnt, dass Toro Homer richtig gut aussieht? Es sieht richtig gut aus. Bäm! Oh. Na gut, alter Orion. Zerplatzt ein paar Dunkelelfen. Gutes Vieh. Gutes Vieh, ja, aber die Dunkeldorn, nee, nicht Dunkeldorn, sondern die schwarzen Reiter mit Repetierbrust sind bestimmt mehr als ausreichend in der Lage, um Orion hier noch auszuschalten, wenn sie dazu kommen, auf ihn zu schießen. Im Hintergrund hat sich Malekith mit daran beteiligt, die Fernkämpfe, den Zauberer und die Klingensänger auszuschalten, aber er war nicht stark genug. Er hat selber schon so viel Lebensenergie verloren und ist so nah am Rand der Karte, dass er sich auf den Weg in die Ferne macht. Und er verlässt das Schlachtfeld. Großer Verlust hier für die Dunkelelfen. Und es sieht immer besser aus für die Waldelfen hier. Orion immer noch bei 1116 Lebenspunkte. Seine physische Resistenz, sein physischer Resistenzbonus ist immer noch nicht aktiviert worden. Aber es ist egal. Ich meine, er ist immer noch nicht an seine Grenze angekommen. Von 5000 Lebenspunkten. Er müsste eigentlich jeden Moment aktiviert werden. Wenn er bei 20% angekommen ist. Aber noch lebt er, noch... Ich glaube, ihn kann jetzt eigentlich so gut wie gar nichts mehr vernichten hier auf dem Schlachtfeld. Die Dunkelelfen sind überall auf der Flucht. Einige Dryaden kommen zurück, die Klingensänger sind noch da. Das Einzige, was die Dunkelelfen hier noch leisten können, um zu gewinnen, was sie machen müssen, um zu gewinnen, ist ihre Plänkler so positionieren. Oh, es ist nochmal ein Gegenangriff in die Klingensänger. Boah, ziemlich aggressiv, ziemlich gefährlich. Ja, die Klingensänger benutzen ihren Skill, um ihren normalen Waffenschaden anstatt Rüstungsschaden zu erhöhen, aber der Angriff der Plänkler war eine gute Idee. Es hat dazu geführt, dass die Klingensänger... Nein, sie fliehen nicht! Sie haben noch 2 Führerschaften, minus 1. Oh, und jede Sekunde, in der sie noch leben und kämpfen, machen sie viel Schaden an den schwarzen Reiter mit repetierendem Brust. Wir sehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder so von den Klingensängern sind geflohen. Orion verursacht seine goldenen Hunde des Gehenna oder was weiß ich. Das ist zu viel für die schwarzen Reiter. Der Magieschaden treibt sie in die Flucht. Und damit hauen sie ab. Orion macht außerdem noch Angst. Dennoch, was dabei noch unterstützt, diese schwarzen Rate mit Repetierarmbrust zu vertreiben. Puh, spannende Runde. Orion hat richtig viel Schaden ausgeteilt. 10.000 Schadenspunkte. Richtig, richtig viel. Die Dryaden waren letzten Endes, ja, die waren halt da, um die Dunkelelfen abzulenken. Waren die so richtig gut? Waren die so richtig wertvoll in diesem Kampf? Von der Menge an Schaden, die sie gemacht haben, 2900 hier, 3300 hier, 1000 hier, 2008, das ist schon gar nicht mal schlecht von der Menge an Schaden, die sie gemacht haben. Vielleicht wären einfach normale Waldgarde, oder wie die heißen, die normalen Speerträger der Waldelfen noch ein bisschen besser in dieser Situation gewesen, aber es ist natürlich eine gute Idee, um die Infanterie der Dunkelelfen auszuschalten, was, denke ich, hier auch halbwegs gut geklappt hat. Ich war ziemlich beeindruckt darüber, wie schnell die Geißelkufel-Streitwagen Schaden genommen haben. Das war bestimmt eine Kombination aus Orions Fernkampfangriff und der Waldgarde. Die haben wirklich ziemlich stark gelitten. Ich denke, Croissant Taubert hätte es vielleicht noch ein bisschen effizienter machen können und mit seinen Streitwagen direkt und der ganzen Kavallerie direkt weiter in die Fernkämpfe reingehen müssen, denn das war der Ort, von dem der Schaden gemacht worden ist. Dadurch, dass Maximus Klingensänger ein bisschen in der Hinterhand gehalten worden sind, hätte es vielleicht dazu geführt, dass einige der Waldgardenregimente direkt geflohen wären. Allerdings waren die Waldreiter ja auch noch da, um ein zu deutliches Durchbrechen mit dieser Kavallerie und den Streitwagen zu verhindern. Ich denke, es war schwierig für Croissant d'Aubert mit dieser Armee gegen diese Waldelfen anzukommen. Und er hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mobile Regimenter. Maximus hatte, um das zu kontern, eigentlich nur 2 eigene, dafür sehr viel Infanterie, um den Haufen, gerade die gegnerische Kavallerie, einfach aufzuhalten, dass sie nicht rankommt.
Ja, es ist eben sehr schnell dieser Kampf entstanden. Die Trojaner waren in Vorhut. Außerdem war mein Croissant Tangobert die Einheiten so weit vorne gestellt, um direkt das zu kontern. Es ging halt direkt ins Eingemachte. Keine der beiden Spieler hatte wirklich viel Zeit darüber nachzudenken, wie es hier vielleicht am besten wäre vorzugehen, sondern war direkt alles auf Schaden gemünzt. Geiselkufen, Streitwagen rein, Kavallerie rein. Und dann war aber am letzten Endes da die Falle mit der Waldgarde da, was dann wieder viel gekostet hat. Schönes Spiel. Ziemlich spannend. Danke fürs Einsenden an Maximus und an Croissant Taubert. GG, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und schaut gerne beim Moga oder dem Humble Bundle vorbei. Vielleicht habt ihr ein bisschen Geld übrig nach Weihnachten und wollt noch was zocken in den Feiertagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.